Was ist der Unterschied zwischen der Wall Street und Donald Trump? Die Wall Street schafft es regelmäßig, die Erwartungen so tief zu hängen, das gilt auch jetzt für die anstehende, in dieser Woche beginnenden Berichtssaison, dass die Unternehmen gar nicht anders können, als über die so tief gelegte Latte zu springen, während Donald Trump diese Latte so extrem hochhängt, dass er nicht darüber springen kann, sondern weit drunter springt, so gesehen am Freitag letzter Woche. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, das war natürlich viel Ankündigung, viel heiße Luft und wenig Substanz, die dabei rausgekommen ist. Wir haben nichts Schriftliches. Wir haben Zusagen angeblich der Chinesen, dass sie im Volumen von 40 bis 50 Milliarden Dollar Landwirtschaftsprodukte kaufen. Sojabohnen, Schweinefleisch, übrigens in chinesischen Medien ist von dieser Vereinbarung nicht die Rede, da ist nicht von diesen Landwirtschaftskäufen die Rede, da spricht man nur von substanziellen Fortschritten, nicht aber von einem Deal, nicht von einem Abkommen, sondern sagt nur, naja, wir haben hier ein bisschen Fortschritte erzielt, substanzielle Fortschritte immerhin, aber die Trump-Administration feiert das, den größten Deal aller Zeiten, den Trump uns hier angekündigt hat, der wird immer skeptischer gesehen. Schauen wir uns dazu vielleicht mal einen Kommentar auch an, von Mohammed Al-Arian, der sehr bekannt ist durch PIMCO, mit PIMCO-Chef, der gesagt hat, China geht aus dieser ganzen Geschichte als Gewinner raus. Ja, man kauft eben diese Landwirtschaftsprodukte, das wollte man sowieso machen oder das muss man sowieso machen. Hier ist die Strategie von Peking, einfach mal Zeit zu gewinnen, Ruhe in diese ganze Geschichte reinzubringen, die nächste Zolleskalation zu verhindern am 15. Oktober, die ist immerhin gelungen. Trump hat das bestätigt oder die USA haben das bestätigt, dass Mitte Oktober die Zölle nicht angehoben werden, nicht aber diese Mitte Dezember Zölle, die eben dann kommen sollen. Und hier gibt es einige harsche Kommentare dazu, die wirklich des Pudels Kern genau treffen von Sven Hendrick. Wir haben kein Agreement, wir haben nichts wirklich Substanzielles. Wir werden in weiteren Prozessen dann diskutieren. Trade Wars are easy. I tell you, so aus der Sicht von Donald Trump, Handelskriege sind ganz einfach. Ja, das hat sich Donald Trump vielleicht anders vorgestellt. Dieser große Sieg ist es nicht geworden. Er brauchte Ruhe, er wollte Ruhe, nachdem er viel unter Druck ist oder stark unter Druck ist. Und dann hier diese Worte noch von Handelsminister Lighthizer oder Trade Representative Lighthizer, der gesagt hat, we will have elaborate consultation process und dann werden wir uns überlegen, was passiert, wenn die ganze Geschichte nicht wirklich zu einer Lösung kommt. Also da ist schon die Hintertür mit eingebaut und es bleiben ja die Konflikte. Es bleiben Hongkong, es bleiben die Uiguren, es bleibt Huawei, es bleiben die Zölle bestehen, es ändert sich also nichts. Nicht wirklich, man hat jetzt nur erstmal wieder einen Waffenstillstand geschlossen. Wie lange wird der anhalten, das ist die große Frage. Und wird dieser Waffenstillstand reichen, um die Märkte noch weiter nach oben zu bringen? Oder kommt jetzt das, was am Freitag sich schon ein bisschen abgezeichnet hatte in den USA? Sell the news, verkaufe die Neuigkeiten. Wir haben in der Vorwoche gesehen, dass die Hoffnung auf diesen Handelskrieg 1,7 Billionen Dollar an Marktkapitalisierungsgewinn gebracht hat für die Aktienmärkte, für die weltweiten Aktienmärkte. Also nicht schlecht. Und jetzt sind wir in einer Situation, die spannend ist, denn wir haben auch gesehen, dass die Zinskurve in den USA sich wieder reinvertiert hat. Wir hatten ja vorher diese Invertierung hier zu sehen und jetzt sehen wir zum Beispiel bei der dreimonatigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe, dass die wieder, dass sie nicht mehr invers handeln, mithin also die 10-jährige Rendite höher ist als die der dreimonatigen Staatsanleihe. Und in der Vergangenheit, bei den letzten beiden Malen, war es so, dass es dann sozusagen in Richtung Rezession gibt, wenn die Zinskurve invertiert und dann wieder aus dieser Inversion rauskommt. Das ist dann oft die sichere Ankündigung für diese Rezession, die in den USA ja nach wie vor nicht wirklich erwartet wird. Hier sehen wir den Dow Jones respektive den S&P 500 mit diesem Aufwärtstrendkanal, den er am Freitag versucht hat wieder zu testen. Das ist zunächst mal misslungen. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir haben jetzt Berichtssaison. Da ist wahnsinnig viel auf der Agenda. Da ist BlackRock, Citigroup, Goldman, Johnson & Johnson, JP Morgan, United Health, Bank of America, IBM, Netflix aus dem Tech-Sektor, Morgan Stanley. Also da ist Coke, dann auch Coca-Cola. Also
Da ist wirklich jetzt schon der erste Hochpunkt dieser Berichtssaison. Die wollen wir uns mal kurz auch grafisch anschauen. Heute ist Feiertag in den USA. Gleichwohl wird an den Märkten gehandelt, aber es ist Columbus Day. Das heißt, wir haben im Anleihehandel ein paar Einschränkungen. Es dürfte sehr dünnvolumig zugehen an der Wall Street heute. Wir haben dann Brexit News. Naja, da zeichnet sich nicht so wirklich dieser Optimismus ab, der am Freitag noch da war. Barnier mit sehr kritischen Tönen, auch die DUP, die Koalitionspartei der Konservativen in UK, scheint da nicht wirklich mitzuspielen. Auch das war ja ein Grund für die Euphorie am Freitag, respektive in den letzten Tagen. Wir haben am Dienstag dann eben JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, Johnson & Johnson, United Health. Das werden dann die großen Unternehmen sein, die berichten. Dann Mittwoch eben IBM, Netflix, Bank of America. Das ist dann schon der erste Hochpunkt, diese beiden Tage, Dienstag und Mittwoch. Schauen wir uns mal an, was sonst noch berichtenswert ist. Vielleicht hier deutsche Autoproduktion. Plumps geht nach unten. Wird sich das jetzt ändern durch diesen Waffenstillstand? Nichts ist ja eigentlich gelöst. Werden Unternehmen jetzt mehr Geld investieren, weil sie sagen, jetzt haben wir endlich Klarheit? Nein, man hat keine Klarheit. Es ändert also sozusagen an dieser Unsicherheit nichts, an dieser Unsicherheit, die dann normalerweise eben Investitionen verhindert. Genau das ist das Problem. Wir haben dann heute Nacht auch sehr schwache Daten aus China gesehen, by the way. China-Importe minus 8,5% zum Vorjahresmonat, schlechter als erwartet, und die Exporte minus 3,2%. Zum Vorjahresmonat auch schlechter als erwartet. Also die Konjunktur hat Probleme. Wir haben heute Feiertag in Japan, dadurch sehr dünn volumiger Handel in Asien. Wir sehen hier den Chart, wenn er denn kommt, von dem Dow Jones, 26.868 Punkte. Die Futures, die US-Futures zunächst mal positiv oder sind noch positiv, aber es bröckelt so ein bisschen ab. Wie gesagt, dünn volumiger Handel, die Charts von Capital.com. Schauen wir uns hier den S&P 500 an. Hier diese 2990 zweimal erreicht am Freitag in dieser Euphorie. Hurra, der ganz große Deal, die ganz große Party. Aber es bröckelt eben so ein bisschen ab. Was macht der DAX aus der Geschichte? Ist grundsätzlich gut gelaunt. 12.476 steht also sehr ordentlich da. Wir haben den Euro-Dollar bei 1,1026 Gold. Bei 1485 getroffen worden von diesem Optimismus, ob er berechtigt ist oder eben eher nicht. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das eben auch dann steigt. $54,40 in Sachen Kurden. Überraschende Wendungen. Hier scheinen sowohl scheint Russland wie auch Syrien auf Seiten der Kurden eingreifen zu wollen. Das könnte diese ganze Geschichte nochmal deutlich verkomplizieren und den Ölpreis möglicherweise noch mal weiter nach oben bringen aufgrund dieser geopolitischen Spannungen, die da wieder auftauchen. Trump hat jetzt gesagt, naja, da werden wir die Türken ganz schön hart treffen, wenn wir es wollen. Warum hat man ihnen dann diesen Puffer ermöglicht, diese Zone zu besetzen im Prinzip? Das ist die große Frage. Das könnte sozusagen dann noch mal aufkochen. Aber es ist jetzt eben die Frage, reicht dieser monetäre Stimulus, den wir haben, durch die Fed, durch die EZB? Das ist letztendlich ein Eingeständnis, dass man nicht mehr aus dem Markt gehen kann, dass die Geldpolitik gescheitert ist und immer weitermachen muss mit dieser Stimulierung durch Quantitative Easing, durch Ausweitung der Bilanz. Aber die Märkte sagen sich, naja, solange die Musik spielt, solange können wir tanzen. Das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Reicht das oder wird jetzt sozusagen die fundamentale Logik sich durchsetzen, nämlich die Wirtschaftslogik? Das, was in der Realwirtschaft passiert auf der einen Seite und das, was jetzt eben bei den Konzernen passiert mit der beginnenden Berichtssaison. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag, meine Damen und Herren. Bis dann, ciao.